Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten richtigen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Profi-Replays. Ja, ihr kennt ja vielleicht schon die Replay-Serien aus der Community-Replay-Serie, die es ja schon jetzt ein bisschen öfter gab. Ihr habt vielleicht auch schon mal in der ersten Replay-Serie ein paar Profi-Replays gesehen, aber das ist jetzt die erste eigenständige Replay-Serie nur für Profi-Replays, die ich hier aufnehmen werde. Das Ganze so, ja, würde ich sagen, 3 Monate lang oder so wird es das jetzt erstmal geben und wir werden uns da ein paar Profi-Matches anschauen. Gleich vorweg möchte ich nochmal eben sagen, bevor hier wir in die heiße Phase dieser Partie kommen, Profi-Matches definiere ich einfach so Master 1 und drüber und eben nicht aus der Community. Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Definition, ganz klar. Das sind nicht unbedingt alles Profispieler, aber für diese Serie ist das eben so definiert. Und ja, ich bin gespannt, ob wir von denen denn sehr viel lernen können. Ich glaube schon. Ich habe mir nämlich für heute schon mal ein sehr, sehr schönes Match rausgesucht. Aus der WESG 2018 haben wir heute ein Match vor uns. Und in der ersten Partie stehen sich beide Kontrahenten gegenüber auf Chemiewerk gespawnt, links oben in blau. Als Zerg haben wir Rainer. Und unten rechts in Rot gespawnt als Terraner Special. Ja, das Ganze in einem Best of 5, das werden wir jetzt nicht in dieser Folge sehen, aber ich habe mir vorgenommen, hier zum Start erstmal ein Best of 5 zu casten und das natürlich über mehrere Folgen zu verteilen, je nachdem, wie der Spielstand hier denn dann ausgehen wird. Der Erste, der 3 Partien gewonnen hat, gewinnt natürlich dann die gesamte Serie. Ja, WESG war ja ein sehr, sehr großes Turnier, was jetzt kürzlich stattgefunden hat. Interessanterweise durfte da ja Rainer mitspielen bei den WCS-Events, bei den offiziellen darf er ja noch gar nicht antreten. Er wird ja erst im Juli, glaube ich, 16 und man muss 16 sein, um WCS-Turniere spielen zu können. Bei der WESG, das größte nicht von Blizzard selbst organisierte Turnier, war das dann egal, da durfte der Italiener antreten, hat sich halt vorher im italienischen Vorqualifier für den europäischen Qualifier qualifiziert und im europäischen Qualifier dann durchgesetzt und durfte dann hier auf dem Global Finals der WESG antreten. Genau sieht es natürlich bei Special aus, der sich natürlich als Mexikaner über den nordamerikanischen Qualifier qualifiziert hat. Special natürlich auch ein alter Hase, oder was heißt alter Hase, ist auf jeden Fall letztes Jahr unglaublich stark nochmal explodiert, nachdem er vorher schon unter dem Namen Major relativ erfolgreich war, war dann noch 2017 ein richtig, richtig starkes Jahr für ihn, wo man ja den 3. und 4. Platz im Halbfinale gesehen hat, der WCS Global Finals sozusagen. Also er ist ja quasi 3. oder 4. der Welt gewesen letztes Jahr bei der offiziellen Weltmeisterschaft. Das ist schon sehr, sehr stark. Mal schauen, ob er hier Rainer eine Lektion erteilt. Er scheint auf jeden Fall zu proxyen. Ich habe die Matches selber noch nicht gesehen, denn die WESG-Matches liefen teilweise doch sehr, sehr früh. Das hier ein Match aus der 2. Gruppenphase, glaube ich. Ich gucke nochmal ganz schnell nach. Möchte hier keine Fehlinformationen verbreiten. Ja, genau, 2. Gruppenphase, die dann stattgefunden haben um 11 Uhr China Standard Time. Das heißt, für mich war das, glaube ich, dann irgendwie 5 Uhr oder für uns in Europa. Ja, das war dann doch ein bisschen früh. Deshalb habe ich die Matches noch nicht gesehen. Das heißt, ein Blindcast, sehr, sehr schön. Wir sehen, hier gibt es einen Medivac und hier fahren Halions rum. Also wahrscheinlich sollen die Halions hier jetzt erstmal kurz ein bisschen hier mit den Lingen dealen und dann gleich eben hier rüberfliegen. Und, oder hier rüberfahren und dann reingedroppt werden in die Main. Ich bin gespannt, was das hier so für Schaden anrichten wird. 3. Base jetzt genommen von Rainer. Weiter hochgedroht wird hier aber erstmal. Er baut keine weiteren Linge. Er hat aktuell 10 Linge, was jetzt nicht so wenig ist. Also er hat hier schon so ein bisschen mehr gebaut, als man hier standardmäßig hat, weil er eben schon die Halions gesehen hat. Allerdings ist er jetzt nicht im vollen Abwehrmodus. Sieht jetzt hier weitere Halions. Ich bin gespannt. Er wird den Starport natürlich nicht sehen, denn der ist hier links unten. Das Medivac ist auch schon fertig. Wo soll es sich hinbewegen? Wahrscheinlich jetzt doch in die Mitte. Hat er eine Armory gebaut? Concussive Shells kommen jetzt übrigens erst dazu. Da kommt die Armory relativ spät, aber das heißt, es soll doch Hellbats geben gleich. Zusammen mit dem Medivac, was natürlich dann heilen kann, ist das sehr, sehr nett. Allerdings müssen die halt auch erstmal da sein. Ah, das ist nur ein Fake hier. Concussive Shells wird er nur erforschen, um hier die falsche Fährte zu legen, dass er auf Bio geht und angeblich Stim erforscht. Allerdings möchte er vermutlich hier Mac-Follow-Up spielen und das ist eben das günstigste Upgrade. Jetzt, wo der Overlord gestorben ist, hat er eben das Upgrade auch gecancelt. Also hier richtig vorher gesagt. Es wurde hier reingedroppt in die Main-Base. Mit den Halions, wie
vermutet und wahrscheinlich wird jetzt nochmal eingeladen, nochmal ausgeladen hier vorne und dann eben Helbets geworfen. Aber ich muss aber ein Stück weiter fliegen. Oh, das war ganz schön eng. Ziemlich viele Queens hier von Rainer. Erscheint das hier Queen-Style Defense wollen. Queens natürlich sehr, sehr stark zur Defense hier, vor allen Dingen, wenn Creep liegt. Wenn sie jetzt off-creep sind, sehen wir hier, wie viel langsamer das doch vonstatten geht. Also da sollte er vielleicht nicht so stark drum rumlaufen. Dritte Base jetzt hier genommen von Special, interessanterweise die hier. Das ist allerdings natürlich für den Mac-Spieler dann einfacher zu verteidigen, denn wir werden hier auf jeden Fall Mac sehen. Wir sehen das plus 1 am Mac-Attack-Upgrade. Was mich wundert, ist, dass wir noch keine weiteren Factories haben. Währenddessen allerdings hier noch der Liberator drin, sowie ein Alien 5 Kills hier. Dort 2 Kills werden. Das geht jetzt hier auf die dritte und das könnte ein schöner Shot werden. Boah, sehr schön. Insgesamt 11 Worker gestorben und da die Großzahl, würde ich sagen, ist dort gefallen. Die Linge versuchen hier natürlich die Helions rauszunehmen. Mit den Queens sollte das Ganze auch gelingen, aber die Frage ist, zu welchen Kosten 12 Worker inzwischen gefallen. Jetzt muss hier dringend Creepsfett kommen. Das wäre vorher auch schon sehr, sehr gut gewesen, allein um zu sehen, wann hier die Einheiten kommen. Die Queens sind hier noch ein bisschen weiter gerannt. Er hat den Starport echt nicht gesehen. Guck mal, er hat so weit gescoutet, aber eben hier das kleine Stück. Das hat er vergessen. Neuer Liberator jetzt im Bau. Und die sind halt auch sehr, sehr schnell dann in der gegnerischen Base. Und da muss vielleicht Rainer dann doch bald mal sehen, dass das vielleicht von da links kommt. Trotzdem ist er nicht so schlecht im Spiel. Gut allerdings auch nicht. Wenn die Worker hier gleich sind, ist es natürlich für den Zerg immer schlecht. Aber wie gesagt, der Creepsfett gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat viele Queens hier zur Defense. Gas genommen. Ah, der Leertech. Der ist doch sehr, sehr spät. Also Tech-mäßig ist er sehr, sehr weit hier delayed. Auch die vierte Base, die vermisse ich so ein bisschen. Die dritte steht ja jetzt von Special. Man möchte als Zerke immer eine Base weiter vorne sein. Dafür aber gleich 1-1-Upgrades durch. Das ist natürlich sehr, sehr stark für eben die Linge. Und da möchte man sehr, sehr dringend hier die Upgrades haben. Banding Nest kommt jetzt auch erst dazu. Also sehr, sehr spät. Wenn da jetzt wirklich ein Hellbat-Push gekommen wäre, was ja durchaus möglich gewesen wäre, Amory ist ja fertig, dann hätte er hier Probleme gehabt, weil mit Link Queen Hellbats abzuwehren, ist natürlich mit einem hohen Queen-Count möglich, aber mit sehr, sehr starken Verlusten auf der linken Seite verbunden. Da braucht man dann eigentlich schon die Banninge. Die Aliens können sich noch nicht so ganz entscheiden, wo sie jetzt gerade hinwollen. Sollten eigentlich versuchen, hier möglichst viel Creep nochmal rauszunehmen. Wenn dessen ein kleiner Ling-Run bei, also er weiß von dieser dritten Base, muss er natürlich auch wissen, also wäre sonst sehr, sehr merkwürdig. Und wir sehen hier tatsächlich das 1er Attack-Upgrade für eben Fernkampfeinheiten anstatt dem 2er Attack-Upgrade für Nahkampfeinheiten. Hier soll also scheinbar der Switch auf die Hydras kommen. Da ist es auch. Währenddessen hier der Scan, um eben ein wenig den Creep rauszunehmen und ein kleiner Ling-Run-By, wie gesagt, hier auch in der Base. Leider das Ganze, doch, wir haben Observer-Add-on. Warum ist das erst bei 4 Workern gekommen? Ich weiß es nicht. 8 Worker insgesamt down gegangen. 9 sogar, also sehr, sehr viel. Währenddessen auf der anderen Seite geht es aber auch nochmal drauf. Die Helmets sind inzwischen gemorpht. Wie gesagt, die Bandinge noch nicht fertig. Die werden auch nicht fertig. Oh, das sieht gar nicht gut aus für Rainer. Jetzt kommen hier noch Cyclones dazu, hier voll auf einem Mac-Style der Special unterwegs. Allerdings auf einen sehr, sehr aggressiven Mac-Style. Kein Turtle-Mac hier mit Tanks sich hinten einbunkern und versuchen, weitere Bases zu nehmen. Nein, sehr, sehr aggressiv hier unterwegs. Gefällt mir sehr, sehr gut. Rainer rennt hier noch ein bisschen willkürlich mit den Lingen hin und her. Aber ich glaube, mit diesen Lingo-Reinforcements kann er das Ganze hier nochmal klären. Wo bleiben die Reinforcements von Special? Sie sind aktuell auf der Mitte der Map. Wir haben nur ein paar Aliens. Keine Medivacs mehr. Der Starport hatte sich nochmal neu positioniert. Das Ganze wurde nämlich hier vor dem Overlord inzwischen gesehen. Wollte hier kurzfristig was bauen, hat das dann wieder abgebrochen und möchte jetzt doch lieber Liberator bauen. Aber wie gesagt, Helbets können sich natürlich auch heilen eben durch Medivacs. Das wird in dieser Partie nicht so wirklich mehr passieren. Und wir haben aktuell keinen weiteren Starport, der Medivacs baut auf dem Feld. Stattdessen sehen wir tatsächlich hier die Ghost Academy im Bau, während wir uns hier trotzdem weiter auf die Hatians konzentrieren. Denn hier wird gerade der Schaden verteilt. Also es geht sehr, sehr stark hier ab. Überall Action, das ist eine sehr schöne erste Partie, habe ich eine richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt können die Bandinge vielleicht doch noch connecten, aber Bandinge gegen normale Hadians zum Connecten bekommen ist immer sehr, sehr schwierig. 11 weitere Drohnen jetzt bei Rainer im Bau, die brauche auch dringend, denn Special bei 77 Drohnen, Rainer nur bei 73, also das ist natürlich eigentlich der Zeitpunkt, wo man dann aufhört, Drohnen zu bauen. Trotzdem war natürlich Rainer hier lange Zeit im Income hinten. Oh, währenddessen müssen wir mal kurz nochmal auf den Hadian-Run beischauen. Leider sind hier aus Rainers Sicht, aus Specials Sicht noch keine Drohnen, jedenfalls nicht viele. Deshalb kann er gar nicht so viele bekommen. Hat jetzt hier 3 bekommen. Ja, vierten bekommt er auch noch. Der Ling-Run-Bar hier macht gar nichts. Und ich will eigentlich einmal ganz kurz auf den Einkommensvorteil schauen. Da sehen wir Special Woch lange, lange Zeit stark dominierend. Kurzfristig hier beim Ling-Run-Bar wahrscheinlich. Ein leichter Vorteil für Rainer, aber auch der hat sich inzwischen schon wieder deutlich ins negative Teil hier verkehrt. Zwischendurch hier über 1200 Ressourcen mehr gesammelt von Special. Also da doch relativ
große Probleme auf Seiten von Rainern, aber inzwischen ist der Work-Account ausgeglichen. Einheitentechnisch würde ich tatsächlich Special immer noch hier deutlich mehr den Fokus geben. Aber warum sehen wir denn jetzt Ghost? Hat er schon Angst vor Ultralisken? Wahrscheinlich ist das der Fall und möchte sich darauf vorbereiten. Jetzt kommt allerdings der gefährliche Tank-Push. Das wird doch sehr, sehr schwierig gleich für Rainer, zumal er hier jetzt erstmal so ein paar unnütze Sachen macht, wie hier das Depot angreifen. Wir haben kaum Banelinge, allerdings Banelinge natürlich auch bei der Armee, die wir hier sehen. Vielleicht nicht das allerbeste gegen Helwitz natürlich schon, und es werden Helwitz kommen. Also von daher sollte die vielleicht doch bauen. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, eben diesen Mech-Style hier zu lesen von Special, denn der ist noch sehr, sehr eigenartig, vor allen Dingen mit diesem Ghost nochmal dabei. Der verwirrt mich selbst ein bisschen. Aber Rainer natürlich, auch wenn er so jung ist, sehr, sehr erfahren, sehr, sehr weit oben in der europäischen Ladder. Der wird natürlich schon wissen, was hier auf ihn zukommt und hoffentlich dementsprechend reagieren. Wir sehen jetzt Vipern im Bau, das halte ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Hier eine Blinding Cloud drauf, und dann ist es natürlich schon wesentlich, wesentlich schwieriger hier mit den Tanks eben vernünftige Schüsse hinzubekommen. Jetzt sehen wir hier Snipes, beziehungsweise sicheres Zielen, Steady Targeting auf Hydras. Finde ich interessante Entscheidung, wahrscheinlich einfach der Tatsache geschuldet, dass keine wertvolleren Einheiten als Hydras gerade auf dem Feld sind, keine Ultralisken, keine Broodlords. Stattdessen kommen jetzt 6 Mutalisken. Was will er denn mit denen erreichen? Ja, man muss natürlich sagen, hier ist wenig an der Erde. Nur die Ghosts können in die Luft schießen. Vielleicht ist das die richtige Entscheidung, aber trotzdem 5 Ghosts gegen 6 Mutas finde ich trotzdem eine gute Entscheidung. Rainer gibt jetzt hier diese Base aus, versucht hier einen kleinen Runby zu starten, hat aber keine vierte Base damit mehr aktiv. Die Base jetzt, wie gesagt, gefallen. Das sieht nicht so gut aus für ihn. Einzelne Ghosts werden jetzt hier reingeliftet. Die Mutas versuchen hier auch nochmal drauf zu schießen. Tatsächlich machen Ghostlammer so gar keinen Schaden gegen Mutas. Das ist ein Duell, was ich noch nicht sehr häufig gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Cyclos natürlich haben auch einen Anti-Air-Mode, allerdings die ersten 8 Schüsse sehr, sehr stark, danach nicht mehr so. Währenddessen hier übrigens der Ling-Run bei komplett drin, weitere Tanks und Aliens sollen das allerdings defenden. 11 Worker allerdings gefallen, nicht so wenig. Und jetzt kann hier scheinbar vorne alles aufgeräumt werden. Wir haben kein Anti-Air mehr hier für Special. Und das werden teure Tanks. Also diese Tanks wieder alle verlieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, er hat inzwischen die vierte Base hier zwar noch keine Planetary. Die kommt jetzt erst dazu. Trotzdem hier natürlich ein guter Einkommensvorteil sicherlich bei ihm auf dem Feld. Rainer führt im Einkommen? Das überrascht mich. Das liegt allerdings daran, dass hier sehr, sehr viele Worker natürlich aktuell hin und her geslidet werden. Ich denke, sobald sich das ein bisschen beruhigt hat, sollte hier doch der deutliche Einkommensvorteil wieder für Special da sein. Vierte Base jetzt neu genommen von Rainer an dieser Position. Wahrscheinlich soll er die fünfte direkt hier hinterherziehen, denn seine Main, die sollte eigentlich so gut wie leer sein. Auch die Natural dürfte nicht mehr so viel haben, so sieht's aus. Greater Spire jetzt durch, das heißt, es sollen Broodlords kommen, die Corruptor dementsprechend auch schon im Bau. Aber man muss auch sagen, darauf hat sich ja Special eigentlich schon vorbereitet. Ghosts sind ja schon auf dem Feld und jetzt kommen sogar noch Tore dazu. Also diese Armee ist schon nicht unterschätzen. 2 Einser Upgrades hier auch auf der Mech-Armee. Das ist nicht so schlecht. Also die Position von Special gefällt mir hier doch sehr, sehr gut. Würde ich nehmen, wobei ich natürlich kein Mech spielen kann. Aber ich würde definitiv ihm hier aktuell einen ordentlichen Vorteil geben. Die Mutas versuchen hier nochmal zu resten. Bekommen wir leider die Last Hit sozusagen nicht. Der Turret wird fertig. Und auch die Tore, die kommen hier nochmal rein. 10 Worker insgesamt gefallen. Währenddessen hier auf der Mitte der Map nochmal ein kleines Scharmützel hier zwischen der Hydras gegen Aliens mit Blue Flame Upgrade. Ja, hier das Ganze nochmal geklärt. Da stand auch nochmal, war das ein Medivac? Ich glaube, es war ein Medivac, was er abgegriffen hat. Ist der Starport eigentlich immer noch vorne? Ja. Defensiv hat er immer noch keinen Starport, nur Factories. Und der Starport steht hier immer noch rum. Das ist natürlich auch was, das darf Rainer eigentlich nicht zulassen. Er hat das jetzt hier schon mehrfach gesehen, dass da der Starport ist. Der wurde immer nur so ein bisschen nach links und rechts gelegt, wenn gerade die Linge kam. Denn das war jetzt in der Mitte des Feldes hier ein guter Angriff. Und das ist eine gute Position hier für die Broodlords, die hier natürlich komplett fighten können. Die Helbets sind nicht dran an den Brütlingen. Jetzt kommen auch noch hier Blinding Cloud dazu. Diesen Fight, den dominiert Rainer aber absolut. Jetzt kommen noch die Hydras dazu. Jetzt muss er allerdings ein bisschen aufpassen. Keine gesiegten Tanks, aber das waren große Verluste. Das waren richtig, richtig große Verluste. Hier auf Seiten von Special sehen wir auch hier eindeutig. Vorher war er vorne im Armee-Supply, jetzt dann doch leicht hinten. Frage ist, kann er das schnell wieder aufbauen? Denn wir sehen, einkommenstechnisch war er lange Zeit wieder vorne. Inzwischen natürlich mit der neuen Base von Rainer ist er wieder gut dabei. 75 zu 75 Worker. Viele Mules haben wir natürlich nicht bei Special, denn er hat natürlich eine Planetary an der vierten. An der dritten steht allerdings ein Orbital. Von daher, das möglich, der eine Mutter hier immer noch schön unterwegs mit 7 Kills tatsächlich und versucht jetzt hier das Depot rauszunehmen. Trotzdem wird es natürlich schwer hier dort anzugreifen. Die Broodlords, die müssen ja eigentlich den Hauptschaden machen. Die müssen hier die Schüsse der Einheiten von Special quasi absorbieren, während die anderen Einheiten vielleicht aus dem Hintergrund schießen können.
Währenddessen hier nochmal einen Helvet-Run-By. Helion-Run-By. 12 Worker bekommen. Boah, das war nochmal teuer. Das war nochmal richtig teuer. Trotzdem jetzt hier Viper aufgeladen. Die Frage ist, kann hier gleich Special den Push verteidigen? Die Einheiten sehr, sehr geklumpt. Keine gesiegten Tanks. Allerdings möchte er natürlich auch nicht, dass seine Tanks hier Splash-Damage gegen die Einheiten in der Front machen. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn da eben die Brütlinge drauf schießen. Schön wäre es natürlich, wenn er hier das Orbital bekommen könnte. Das sieht auch so aus, als würde es gelingen, keinen Worker gepult, um das schnell zu reparieren. Ja, es kommt aber nochmal weg. 47 Hitpoints, da kommen die Worker zum Reparieren. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so funktioniert. Hier ein Formling, der vielleicht nochmal in die Armee geschickt werden sollte. Währenddessen nochmal 5 Worker gefallen. Also das ist aber ein Spiel mit konstanter Action, muss man wirklich sagen. Und noch würde ich nicht keinen der beiden auszählen, obwohl inzwischen Rainer es geschafft hat, hier die Führung zu übernehmen, was ich zwischendurch für unmöglich gehalten habe, ist hier tatsächlich doch nochmal eingetreten. Er führt aktuell im Army Supply. Upgrade-technisch okay dabei, jetzt vielleicht nicht dominierend. Oh, Special aber auch sehr, sehr aggressiv unterwegs. Versucht, die Broodlords zu bekommen, aber die werden natürlich beschützt hier von den Hydras. Das wird dann doch sehr, sehr schwierig. Hier fliegt die Base rüber und möchte diese Base nehmen. Das ist sehr interessant, die ist ja unglaublich weit weg von seiner neuen, dritten, eigentlichen vierten. Da bin ich gespannt, ob die durchkommt. Aber da er hier das Starport ja immer noch stehen hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Base durchkommen wird. Rainer inzwischen hier mit der Echse an den Gold Minerals gibt natürlich einen schönen Income-Boost, wobei er wahrscheinlich jetzt gleich mal darauf achten sollte, möglichst viel Gas zu sammeln. Und da bringt natürlich die Goldbase relativ wenig, denn wir haben nur einen Gas-Geysir hier. Minerals ja jetzt hier im Mid- bis Late-Game, wo wir uns gerade hinbewegen, nicht mehr das Allerwichtigste. Da sollte doch das Einkommen für Gaseinheiten sehr wichtig werden. Jetzt sehen wir hier 4 Droplords. Wo sind sie? Ich habe leider missklickt. Units, Droplords. In der Main. Möchte er da wahrscheinlich mit Hydras auf gesiegte Tanks und drauf droppen? Könnte ich mir vorstellen, dass das geben soll. Pneumatic Carapace jetzt auch gleich durch, damit natürlich die Overlords schneller. Jetzt lässt er das wirklich immer noch leben. Meine Güte, es brennt nicht. Währenddessen kommt aber jetzt der Drop mit relativ vielen Hydras. 2 sind hier nicht ganz voll. Also haben wir insgesamt 11, 14 Hydras. Den Droplords. Goldbase soll jetzt bemined werden. Währenddessen die Hellions hier nochmal mit einem leichten Run-By. Muss ich einen kurzen Cut setzen, sorry dafür. Wir sehen, dass jetzt hier die Hellions allerdings vertrieben werden von den Hydras. Währenddessen hier die Vikings in der Mitte der Map. Sehr, sehr viele Vikings hier unterwegs, natürlich um die Broodlords zu kontern. Aber mit den Vipern könnte natürlich auch schnell mal eine Parasitic Bomb sitzen. Und das soll jetzt auch gemacht werden. Sehr schön, aber hier abgespalten. Die Einheit auf der Parasitic Bomb hier saß. Dessen morphen hier Hellbats. Mit Hellbats kann man natürlich auch hier eine Base rausnehmen. Die machen gar nicht so wenig Gebäudeschaden, wie man eigentlich immer denkt. Währenddessen allerdings hier der Hydro-Drop in der Main sollte also nicht auf die Armee draufgehen, sondern soll hier die Projection rausnehmen. Und das könnte hier durchaus gefährlich werden für Special. Denn bis der mit seiner Mech-Armee zurück in seiner Main-Base ist, da sind schon einige Gebäude gefallen. Das Orbital, würde ich sagen, ist gar nicht hier die schlimmste Geschichte daran, sondern viel schlimmer wäre es, wenn er ganz viel Tech verlieren würde. Denn das ist das, was einem Mech-Spieler hier wirklich das Leben schwer machen könnte, wenn er gleich nicht mehr genug Einheiten raushauen kann. Ist noch ganz okay gelaufen hier. Ein Reaktor, glaube ich. Oder was? Ein Tech Lab und eine ganze Factory bekommen. Dafür allerdings jetzt hier der Drop geklärt. Man darf auch nicht vergessen, Rainer kann sich das aktuell erlauben. Er ist gemaxed gewesen, jetzt schon wieder quasi gemaxed. Hat allerdings nicht so eine Riesenbank. Wir sind jetzt noch intelligente Servos. Dass ich dieses Upgrade mal in der Forschung sehen würde, hätte ich auch nie gedacht. Damit können natürlich Hellions, Hellbats, Tore und Siege Tanks und Vikings zwischen ihren Angriffsmodi schneller wechseln. Tore ja nicht, glücklicherweise. Sonst würde das wahrscheinlich auch viel häufiger erforscht werden. Vipern jetzt hier nochmal am Saugen. Werden jetzt hier nochmal gleich Blinding Cloud setzen, denke ich. Vielleicht nochmal eine Parasitic Bomb. Jetzt kämpft leider nur die Hälfte der Armee von Special. Auch die Tore kommen hier nicht durch, weil er sich hier ein bisschen blöd aufgesieged hat. Damit natürlich schon mal relativ große Verluste hier, wenn wir hier nochmal kurz drauf schauen. Also da hat doch Special mehr verloren. Er ist auch hier niedriger, schon seit einer langen, langen Zeit. Geldtechnisch ist er jetzt okay dabei, aber er ist nicht mehr gemaxed. Der Fight sieht nicht so gut aus für ihn und er wird hier komplett gecrushed.
Die Vipern kämpfen gar nicht erst mit. Trotzdem hier die Air-Armee komplett abgeräumt. Jetzt stehen nur noch Tanks und zwei Tore. Wenn jetzt hier gleich noch einmal die Reinforcements draufrennen, ich glaube, dann wird diese Armee geklebt werden. Und mit den Grub, dann können wir natürlich jetzt nochmal versuchen, irgendwelche Bases zu snipen. Sollte allerdings aufpassen, nicht in zu viele Turrets ranzufliegen. Das macht er nämlich leider gerade. Aber vielleicht nochmal so eine Base snipen hier einfach drauf. Genau, das war, glaube ich, auch sein Plan. Hat jetzt leider noch nicht angeklickt. Genau, so kann er die Base rausnehmen. Einfach ein bisschen draufkotzen. Währenddessen hier die Goldbase unter Beschuss. Die wird auch fallen. Jetzt allerdings die Tore reingepult in die Ling Hydra Armee. Damit die Tore jetzt hier auch Geschichte. 17 Worker gefallen beim Zerg. Trotzdem hier ist er in der Armee noch deutlich vorne. Worker-technisch ist er hinten. Allerdings kann man das natürlich auch schnell nochmal einmal andrücken. Aber was hier viel, viel entscheidender ist, sind jetzt tatsächlich die Armee-Supplies. 47 gegen 91, das wird schwer nochmal für Special das Ganze aufzubauen. Zumal ja hier die Production limitiert worden ist durch den Hydra-Drop. Also der war tatsächlich durchaus wichtig da. Darf man nicht unterschätzen, die Bedeutung dieses Hydra-Drops. Die Frage ist, overextended hier Rainer gerade ein bisschen, denn in diese Defensivposition anzugreifen ist natürlich eine Sache, die muss man sich erlauben können. 12 Worker übrigens jetzt auch nochmal gefallen beim Terraner, damit jetzt wieder beide relativ gleich auf. 3 Attack Upgrades jetzt durch für Rainer und ich glaube, das ist hier das Zeichen für Rainer, dass er eben engagen will. Tanks werden leicht gepullt, aber viel Energie nicht mehr auf den Vipern, doch jetzt nochmal gepullt. Vikings werden rausgenommen, eben von den Corruptern. Also da ist natürlich ein schöner Armu-Fight. Und Special gibt hier auf, sehr schöne Partie. Special zwischendurch, glaube ich, also gerade im Early Game deutlich dominierend. Hat dann aber im Midgame so leicht den Faden verloren, würde ich sagen. Und so, dass Rainer hier sich zurückkämpfen konnte. Und dann die Late Game Performance von Rainer war wirklich stark. Mit den Vipern eben, mit den Blinding Clouds, mit den Pulls. Also auch durchaus sehr, sehr micro-intensiv. Während Special sich leider zwischendurch in blöde Positions begeben hat, sodass die Tore eben nicht im Fight mitkämpfen konnten. Ich glaube, das hat ihnen doch sehr, sehr viel gekostet, denn dadurch konnten natürlich hier die Tore nicht auf die Corruptor und auf die Broodlords schießen, sodass eben die Tanks hier dem Feuer der Brütlinge einfach ausgesetzt waren. Ja, sehr schöne Partie, damit führt Rainer 1-0. Wir werden in der nächsten Folge uns die nächste Partie anschauen und dann mal schauen, wie es da weitergehen wird, ob Special sich zurückkämpfen kann. Das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr jetzt auf die Playlist klicken. Natürlich dadurch, dass das hier die erste Folge ist, wenn ihr das hier schaut, wenn die Folge rauskommt, noch nicht vorhanden. Die Playlist schon, aber eben keine weiteren Folgen. Aber hier unten rechts könnt ihr auf ein anderes Projekt von mir klicken und damit schon einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.